Griechenland. Genauer gesagt, in Athen, der Hauptstadt von Griechenland, hat mehr als 4 Millionen Einwohner, gibt es leckeres Bifteki und ist die Wiege unserer westlichen Kultur. Tja, und warum sind wir hier? Wir sind hier mit der Herner Band Rage, die hier spielen werden, ein Live-Konzert, und die ihre Außenaufnahmen für 2 ihrer Videos hier machen werden. Und es wird bestimmt höllisch abgehen und wir gucken uns einfach mal die Stadt etwas genauer an. Wo wir jetzt uns gerade hier aufhalten, das ist die Altstadt, die Plaka von Athen. Und wie ihr seht, ist hier tierisch Touristentheater. Wir machen noch ein bisschen Touri-Tour heute Nachmittag, sind frei. Und das ist eigentlich wie überall, das, dieser ganze Stress. Da kannst du in jede größere Stadt gehen. Das ist genauso wie in Berlin am Kudamm. Nur, dass halt hier überall der tausend alte Geschichte um dich rumsteht. Und das ist für, also für mich als Geschichte interessierten Menschen schon interessant. Ja. Aus der Altstadt von Athen schalten wir nun zurück ins Studio zu Analvibrator. Nein, jetzt kommt ein Video von Annihilator und zwar... King of the Kill. Wir drehen jetzt. Was wir hier machen, sind Außenaufnahmen. Also wir drehen Footage, die dann später in ein Studio, Studioclip eingeschnitten werden. Also wir werden später die Band abcovern mit atmosphärischem, düsterem Licht. Wir versuchen, das Image der bisherigen Rage-Videos ein bisschen zu brechen, ein bisschen düsterer, ernsthafter zu machen und so. Und es wird eine leicht surreale Atmosphäre haben. Und was wir hier drehen, in dieser Geisterstadt hier, das sind einfach Footage-Szenen, die dann zwischen reingeschnitten werden. So, dann wieder so, dann wieder zum Hospital runter. Und alles nicht so hektisch, sondern eher ruhig, weißt du? Ich denke mir, jemand, der einfach so seinen Job in einer Werbeagentur macht und dann den Auftrag bekommt, einen Metal-Clip zu drehen, der sieht erstmal nur langhaarige Musiker. Also oberflächlich gesehen harte Musik und negative Sachen und sowas. Das wird uns auch oft gesagt, so, unsere Clips wären sehr negativ und so. Aber der sieht nicht, dass darunter eben auch so eine Philosophie steckt, so dass das alles nicht so primitiv ist, wie es so jemand vielleicht vorkommen mag, sondern dass da eben also, ja, das Gefühl für Tod, Vergänglichkeit und sowas transportiert wird und dass es so eine bestimmte befreiende Energie hat und so. Also das sehen wir alles nicht so klischeebehaftet. So, wir machen jetzt für euch den Clip-Jockey hier. Die Viva-Jungs haben uns genehmigt, dass wir ein paar Songs aussuchen. Und jetzt kommt erstmal eine Überraschung vom Spiros. Wie ihr wisst, kommen wir aus Herne. Das ist die gefährlichste Stadt Europas. 98% unserer Kollegen sitzen im Knast, sind ertrunken, erschossen, erschlagen. Weiß der Geier was. Wir haben natürlich Mutti auf dem Bauch stehen. Schön rein tätowiert. Deshalb spielen wir jetzt einen Clip von Pantera. Das heißt 5 Minutes Alone. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hello. We'll be right back.
schon sehr abgefahren, was da abläuft. Ne? Ja. Die griechischen Fans sind ja wirklich wahnsinnig. Ne? I'm just